Ah, grüezi miteinander. Ich bin der Toni. Ja, die einen sagen mir Tono, die anderen sagen Anton, und das sind die Besten. Weil Anton zieht die Bremse an, das muss ich mir manchmal selber sagen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Ihnen in Zukunft immer etwa ein bisschen Tipps geben, wo man so als Häuslebesitzer oder auch als Mieter kann brauchen kann. Ich als Hausaufwart weiss ja schliesslich, von was man redet. Haben Sie gewusst, dass wenn ich da Wasser aus den Hahnen rauslasse, dass ich unter Umständen nicht nur Wasser drin habe, sondern auch noch Legionellen? Ja, jetzt werden Sie sich sicher fragen, was sind denn das, Legionellen? Ja, Legionellen, das sind so Bazillen in Stäbliform. Ah ja, Sie, apropos Legionellen. In so Boilerinnen, da vermehren sie sich am schnellsten. Weil eine Temperatur zwischen 25 und 50 Grad, die wir hier drin haben, das lieben die Tiere. So gibt es auf einmal ganz einen Haufen von denen. Vom Boilerwasser, wenn man das trinkt, kann man nicht krank werden. Das macht ihnen nichts. Aber wenn sie eine Dusche nehmen und wenn sie dann drunter stehen und der Wasserdampf entsteht, dann ist es heikel. Weil der Wasserdampf, den tun sie zum Teil auch einschnuppen und dann haben sie in der Lunge, haben sie dann also Wasser drin, das innen kann die Symptome auslösen. Ja, wenn Sie meinen, Sie können die Tierchen nur daheim unter der Dusche auflesen, dann muss ich Ihnen sagen, das stimmt leider nicht. Auch in einer Gartendusche oder im Schwimmbad kann Ihnen das passieren, wenn Sie zum Beispiel die Wartung nicht richtig machen. Ja, jetzt werden Sie natürlich sicher wissen, wie man diesen Tierchen den Gar ausmachen kann. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Der Boiler, wo all das heisse Wasser kommt, das Sie brauchen, den sollten Sie so alle halb Jahre einmal auf etwa 70 Grad erwärmen. Mit 70 Grad garantiere ich Ihnen, sind alle Tiere tot. Dann gehen Sie überall dort, wo heisses Wasser überkommt, machen Sie den Hahn auf und lassen Sie etwa 5 Minuten laufen. Und dann nicht vergessen, die Temperatur wieder zurückstellen. Sonst tun Sie sich doch verbrühen und immer eine verbrannte Haut haben. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das kann es ja nicht sein. Wenn Sie Dusche haben im Garten und die lange nicht mehr gebraucht haben, damit es sicher nicht passiert, lassen Sie die Dusche immer, bevor Sie sie das erste Mal in Betrieb nehmen, das Wasser etwa 5 Minuten laufen. Dann ist auch die Leitung ist sauber. Aber das beste Wasser, das hat es immer noch da drin. Der Toni sagt jetzt auf Wiedersehen. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Wiedersehen und Prost zusammen.